Das Weinjahr 2016 war ein gutes. Das Profil kürte auf der Summer Stage die besten DRC-Weine der Saison und lud zur großen Verkostung ein. Wir haben heute zum 10. Mal den Wein DRC erwähnt. Und ich glaube, es ist schon eine großartige Leistung, dass wir mit unseren Partnern das zum 10. Mal machen. DRC, vielleicht kurz zur Erklärung, ist eine gebietstypische Weinart. Also jedes Weinbaugebiet in Österreich hat dann seinen typischen Wein sozusagen, von denen wir eben hier die Crème de la Crème gekürt und hier jetzt auch dann verkostet haben. Wir sind nah am Wasser gebaut, wir sind am Donaukanal. Es werden prämierte Weine jetzt wirklich prämiert und ich hoffe, dass sich alle bis genau an 0,49999 herantrinken werden, jedenfalls die motorisiert unterwegs sind und der Rest kann tun, was er will. Doch nicht jeder Weintrinker ist auch ein Weinkenner. Wie schafft man es beim Verkosten, möglichst professionell zu wirken? Man nimmt am besten das Glas richtig, greift sich irgendwie oben oder sonst irgendwie an, versucht ein bisschen das Glas zu avenieren, riecht rein, semi-professionell, versucht einen Eindruck zu vermitteln. Also wichtig ist einfach der Sechser, den man da im das Glas schüttelt. Und wenn man den Wein zuerst einmal die Farbe anschauen, dann den Wein riechen und wenn einem der Geruch passt, dann schmeckt ihn vermutlich der Wein auch sehr zum Wohl. Wichtig ist dann auch der Abgang. Also wenn man geschluckt hat, ist dann noch was da vom Wein. Ne? Weil wenn dann nichts mehr da ist, dann ist er, sag ich mal, ein Leichtgewicht. Ne? Die beste Begleitung zum edlen Tropfen ist traditionsgemäß ein weiteres heimisches Qualitätsprodukt. Die Harmonie Käse und Wein, die ist nicht zu bestreiten. Und in der Abwandlung des Käses gibt es natürlich so viele Geschmacksnuancen, die es auch im Wein gibt. Und man kann natürlich mit einem Frischkäse anfangen und einen frischen, relativ jugendlichen Wein und geht dann immer stärker mit den Käsesorten und mit den Weinsorten mit. Wenn einer einen schönen Abend gestalten will, dann muss er einfach Käse und Wein machen. Weinseligkeit führt zu Redseligkeit und die oft in die Bredouille. Es wird natürlich die Zunge gelöst. Das ist einfach so, wenn man locker in einer netten Atmosphäre zusammensitzt, dass man schon vielleicht das eine oder andere Mal etwas erzählt, was man sonst in total nüchternen Zustand nicht tun würde. Nein, ich nie. Es gilt das Redaktionsgeheimnis in jeder Art von Aggregatzustand. Zu viel erzählen und verraten kann man eigentlich nur privat. Und ich wäre eher verschlossen, wenn ich trinke. Keine Ahnung, ich habe mich nicht erinnern können, habe es dementiert, falls irgendwas war. Nichts zu dementieren hatten die Sieger der Klasse von 2016. Wir gratulieren.